Ich werde dir jetzt was sagen, was du schon längst weißt. Die Welt besteht nicht nur aus Sonnenschein und Regenbogen. Sie ist oft ein gemeiner und hässlicher Ort und es ist mir egal, wie stark du bist. Sie wird dich in die Knie zwingen und dich zermalmen, wenn du es zulässt. Du und ich und auch sonst keiner kann so hart zuschlagen wie das Leben. Aber der Punkt ist nicht der, wie hart einer zuschlagen kann. Es zählt bloß, wie viele Schläge er einstecken kann und ob er trotzdem weitermacht. Wie viel man einstecken kann und trotzdem weitermacht. Nur so gewinnt man. Wenn du weißt, was du wert bist, dann geh hin und hol es dir. Aber nur, wenn du bereit bist, die Schläge einzustecken. Aber zeig nicht mit dem Finger auf andere und sag, du bist nicht da, wo du hin wolltest, wegen ihm oder wegen ihr oder sonst jemandem. Schwächlinge tun das und das bist du nicht. Du bist besser. Hallo, meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu GPA Spieltag Nummer 14? 13? 14. 14. Alter, was machst du denn hier? Geh mal bitte weg. Geh du mal weg. Zu Razor vs. Shiro, hey! Der Kampf, auf den ihr alle gewartet habt. Oh, Leute, es ist einfach echt, meiner Meinung nach, der Kampf, worum es echt am meisten geht. Scheiß auf Silver gegen Present, scheiß auf Erste gegen Zweite, hier geht's um viel mehr. Ja, hier geht's halt um Razor vs. Shiro, hä? Ja, ha? Ist halt wirklich so. Ist halt wirklich so, ne? Okay, ich fordere dich raus, ja. Nee, bitte nicht. Hab Angst. Alter, ich hab bestimmt schnell weglaufen, dein Spaß. Ich hab bestimmt eh aussehen das falsche Item. Ich hab auf sowieso. Austausch. Oh, scheiße, was? Hab sowieso auf allen. Kein Spielchat, schade. Nee, sorry. Hab sowieso auf allen Choice Band, egal was. Wie okay, Item Klaus. Dann ist gewonnen, oder? Wie Item Klaus gibt's. Schade. Alter, der Kampf, ne? E6 Runden Sweep von mir, EZ. Ach, die GPL, Leute. Die GPL. Ich bin. Nee, das sag ich immer erst am Ende. Das sagst du erst, wenn du ein Fisch bist. Echt? Bin verloren. So, ich gehe jetzt mal auf Pokémon-Liste, ne? Ohne Spaß, trägt doch jedes Pokémon-Item. Hab schon YOLO auf Einloggen gedrückt. Alter, Leute, der Kampf, der wird so. Ah, Mann. Ach ja, übrigens mal wieder live. Echt? Krass. Krasse Sache. Okay, ich kann mir wirklich gar nichts unter deinem Team vorstellen. Also, ich hab mit. Du bist so ein. Warum? Ja, das kann ich jetzt nicht sagen, aber. Ich wette, du hast prediktet, dass wir Flampivian oder irgendwie sowas. Nee, es ist schon wirklich, es sind die Pokémon, womit ich wirklich gerechnet habe, aber eins dieser Pokémon, damit habe ich wirklich gerechnet. Habe aber schon so ein bisschen gehofft, dass du es nicht mitnimmst, aber es war eigentlich ziemlich obvious, dass du es mitnimmst, aber ich sage jetzt nicht, welches es ist. Hä, warum nicht? Sag halt welches. Nein! Hä, warum? Das ist doch egal, jetzt habe ich sie eh schon mitgenommen. Ja, aber dann kann ich dir sagen, wovor ich. Dann kannst du ja wissen, wovor ich so ein bisschen Angst habe. Hä? Warum? Ja, keine Ahnung. Du hast Nibuna eigentlich fast nie mitgenommen. Und ich habe halt echt. Es war mir klar, dass du Nibuna irgendwie gegen mich mitnimmst, weil. Ja, ist halt der Yoru. Weil ich halt recht schnelle Pokémon habe und. Man soll den Tag nicht vor dem Yoru loben. Das stimmt. Alter, bestimmt will dir jetzt gerade im Hintergrund so epische Musik. Abgespielt. Nee, ich mach so. I'm walking on sunshine. Alter, die Überreste. Nee, tu ich nur so. Okay. Was machen wir da jetzt? Das ist die Frage, ne? Hast du dir mein Team aufgeschrieben? Mm-mm. Ich nicht. Spaß, hab ein Foto gemacht. Ja, ich auch. Ich wollte es dir aber nicht sagen. Alter, gemeiner Kerl. Du hast mir das doch auch nicht gesagt. Ja, warte, ich hab gerade für einen Moment so überlegt, fuck, hab ich sein Team? Und dann guck ich so zur Seite, ach, da liegt mein Handy mit dem Foto. So, erstmal hier alles zurechtstellen. Alter, so intens. So intens. Drago Meteor. Ich will erstmal gucken, ob du physisch oder speziell defensiv bist. Okay. Kannst du machen. Du bist physisch defensiv. Alter! Alter, was ist das denn? Holy moly. Make and cheese maples. Alter, die Überreste sind jetzt schon kacke. Hä, warum? Die mag ich nicht so. Aber die riechen ganz gut, hab ich gehört. Die riechen ganz gut. Alter, jetzt hab ich ein Ohr. I'm walking on. Jenny. Du hier, Jenny. Du hier. Ja. Bam. Zufällig, Alter, ja. Der Damage. Der Damage, Dow. Dow. Dow.
Alter. Was machen wir da jetzt, Timo? So richtig vorsichtig spielen, gerade irgendwie so. Na okay, erstmal direkt in der ersten Runde so ein Pagomedeo. Ja, so. Alter, Mann, musst du jetzt deinen Victor rausholen? Ja, der führt mich zu Victory. Nee, glaube ich nicht. Ja doch, glaube ich schon. Fuck, warte mal. Was habe ich? Warte mal kurz. Ich warte. Ja, egal. Nein, mach deinen Zug. Ja, du bist für einen Counter gegangen, gell? Ja. Ja, ich habe das total vergessen gerade. Crit bitte, dann ist es Worf. Ja. Schade. Das wäre echt süß, wenn ich den Crit gekriegt hätte. Nee, wäre nicht so cool. So, schon mal einen starken Fred raus. Alter, nicht der Fred. Stell dir vor, jetzt so, Fuchsig! Das geht eh nicht bei Counter. Geht es nicht? Mm-mm. Echt nicht? Mm-mm. Ist ja eigentlich echt saugut, mein Counter zum Gehen, ne? Mm-hmm. Meisterriff mit Fokus Dash kann man mal machen. Kann man echt mal machen. Kann man echt mal machen, ja. Das stimmt. Ja, weißt du, die Sache ist jetzt halt die, ja? Jetzt ist der Jenny useless. Man kann sich nicht mehr hochheilen, der Jenny. Meinst du? Ja, meine ich. Ich bin mir nicht so sicher. Aha, hier mein Abschlag predicted oder was? Kannst du knicken? Ich hab gehofft, dass du nicht für einen Abschlag gehst. Ja, warum nicht? Dann hättest du plus 1. Ja, schon, ja, aber dann wäre ich langsamer als du. Vergeht. In welcher Welt wärst du dann langsamer als ich? Hä, ich hab 108 Base in it. Ja, ich weiß. 125. Aha. Hier also genau mein Team analysiert? Na, das war gerade nur zufällig. Oh Mann, okay. Hallo, predicted! Hä? Ich hoffe jetzt auf den Crit. Alter, wenn du jetzt den Crit bekommst, das ist ein Crit. Das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich. Alter. Das ist echt lächerlich, Timo. Ja, das hat hohe Crit Rate. Was soll ich machen? Wow. Und jetzt reicht es, oder? Wenn es jetzt reicht, dann bin ich echt mad. Oh! Eine KP. Was? Ja. Was? Ja. Ist mir auch egal, wenn es mit Max war. Es war verdient. Alter, fuck. Nee, war's nicht. Spaß. Alter, sei leise. Okay. Not bad. Stake die Karten jetzt wieder neu auf den Tisch. Ach, tut es das? Tut es, ja. Jetzt die Frage, bist du so ein dober Defogger oder bist du nicht so ein dober Defogger? Weiß ich nicht, ob ich so ein dober Defogger bin. Schon ziemlich intens, sagst du doch immer so schön. Ja, sage ich immer so schön. Oh shit. Sagt Mert immer so schön. Alter, überlegt da wohl jemand? Überlege ich nicht. Alter, ist einfach so, gerade so richtig, weiß nicht, so richtig angespannt. Und in meinem Kopf die ganze Zeit, I'm walking on sunshine. Oh Mann. It's gonna feel good. Hey. Alter. Ja, ne? Was, na ja? Ich sagte ja, ne? Was, ja, ne? Ja, ne? Ja, ne? Ach man, das ist jetzt so zwickmühlig. Zwickmühlig also? Ja, schon ziemlich zwickmühlig. Okay. Mhm. Ja. Okay. Verstehe. Aha. Ich kann das gut nachvollziehen, hier deine Gefühle. Aber den Bollenhelmschaden, den will ich nicht wirklich kriegen. Ich habe jetzt echt gehofft, dass du Flammenblitz drauf hast. Ah, jetzt Burn, bitte? Burn. Schade. Nee, kann ja immer noch kommen. Ja, komm nicht. It's gonna feel good. Alter, jetzt krieg ich's nicht mehr aus dem Kopf. Oh Mann, it's gonna feel good. It's gonna feel good.
Holy moly. Megan schießen. Terra. Alter, es ist gerade so richtig. Ich habe keine Musik an, ne? Und es ist so richtig angespannt gerade. Ja, es ist so ruhig und so. Ja. So, fuck. So, ja, so, ne? So. Lass mal an. Nahkampf. Okay. Ja, ich habe gedacht, dass du vielleicht drin bleibst und da. Oh! War das ein Crit? Mhm. Nahkampf hat 20 Basepunkte mehr als Steinkante. Stimmt, und ist ja auch Alter. Das heißt, ein weiterer Nahkampf reicht ja aus. Mhm. Holy moly. Wieso bin ich ja nicht eben gegen Sibuna auf Nahkampf gegangen? Weiß ich nicht. Da wäre der Crit eigentlich sau unnötig gewesen. Hast du jetzt eigentlich gehofft, dass der Nahkampf weniger als die Hälfte zieht, ja, gell? Ja, eigentlich schon. Ja, hatte ich schon so gedacht, ne? So. Dragium ist wirklich ein Pokémon, das war echt wichtig für mich in der GPL. Ja, weil man dann nur Nahkampf drücken muss. Und dann hat man gewonnen. Und das Gute ist, ich glaube, dass ich deinen Scarfer schon ausgeschaltet habe. Aber du hast immer noch dein Sage Buna. Mein was? Dein Sage Buna. Hä? Erstens habe ich keine Sage und zweitens hast du die Tarnsteine. Ah ja, stimmt, ja, hast du ja. Links. Ist ja links, Tarnstein-Dings. Alter, der Kampf ist gerade echt angespannt. Ja, Turbo. Dann fahr er den halt auf. Dann fahr er den halt auf. Aber ich glaube, ohne jetzt irgendwie selbstverliebt zu klingen, aber ich glaube, das ist ein GG. Inwiefern glaubst du das? Ich weiß es nicht, ich glaub's. Terrakium ist halt schon ziemlich real, ne? Ich weiß nicht. Außerdem war ich mit Rotom speziell defensiv. Echt jetzt? Ja, ja. Ja, stimmt, ja, ich war. Ja, okay, nee, kann ich jetzt nicht du sagen. Du warst Gewaltglas. Nee, weil. Weißt du, ich glaube, du warst Gewaltglas. Okay. Echt, aber ich hätte echt damit weniger Damage gerechnet. Warum? Weiß ich nicht. Ich denke immer, Rotom Watch hatte in beiden defensiven Werten immer so viel Death. Und da habe ich immer gedacht, dass, wenn du, auch wenn du für sich defensiv bist, dass dann. Warte mal, du warst speziell defensiv. Ja. Das heißt, wenn du für sich defensiv gewesen wärst, wäre der Dracometeor vielleicht sogar ein One-Hit gewesen. Dann wäre er wahrscheinlich ein One-Hit gewesen. Alter. Okay. Habe ich Urafni sogar ein bisschen unterschätzt. Oh Mann. So. Ach ja. Die GPL, Leute, wir sind gerade richtig ungesprächig, ne? Kennt man wirklich gar nicht von uns. Nee. Nee, das kennt man nicht so von uns. Das geht mal nicht so von uns, ne? Nee, das geht mal nicht von uns. Das geht mal nicht so von uns. Alter, sowas habe ich jetzt noch nie gemacht, was ich jetzt mache. Was hast du noch nie gemacht? Siehst du gleich. Wahrscheinlich Scharniere auffadern. Habe ich noch nie gemacht, wirklich. Ja, wow, was willst du mit dem Scharniere noch machen? Ja, ich hätte eigentlich gedacht, dass ich damit eventuell noch Dings, Rotom Wash, hätte ich, also gegen Rotom Wash hätte ich mich noch hochheilen können, aber das habe ich jetzt schon besiegt. Hast du ja jetzt schon besiegt. Habe ich ja schon besiegt, ja. Hast du ja jetzt schon besiegt. Ja, habe ich auch besiegt. Also schon besiegt. Ja. Captain Ginyu? Ja. Okay. So heißt jemand aus Dragon Ball. So ein lilaner Typ. Ah, ich kennst weiß. Der lilane mit den Hörnern, der sich die Körper stehlen genau, kann. Genau, ne? Genau. Der ist nicht schlecht, genau. Der ist nicht schlecht. Ja, ist nicht schlecht. It's not bad. Salat. Salat. Alles klar. So Türke oder was? Salat. Hello, Freeze. Ja, okay, ich glaube sogar,
dass das hier jetzt sogar schon ausreichen wird, für was ich jetzt gegangen bin. Eishieb? Das lernt es jetzt durch Move Tutor? Mhm. Krass. Aber saukacke, dass es keinen Abschlager lernt, ne? Was, du überlebst es? Holy ja. Shit. Ich dachte, das wäre offensichtlich. Mori! Abschlag! Hat der Crit gemattert? Also, wenn ich ehrlich sein müsste, ich denke nicht, weil Step, Abschlag ist schon echt powerful. Ja, und, ja, das schon Quajutsu, schon. Und das ist ein Quajutsu. Und das ist Quajutsu. Ja. Also, wenn ich ehrlich sein müsste, ich denke nicht. Okay. Eissplitter? Ja, Double Priority und so. Freeze, nicht wahr? Crit Freeze? Ja, schon. Alter, ich glaube, ich kann den Kampf sogar noch verlieren. Ja, kannst auch noch. Ja, ich weiß. Fühl dich immer nicht so sicher, mein Freundchen. Ja, ich weiß. Ich glaube, da war ich schon ein bisschen übermütig. Ja, ein bisschen. So. Ach Gott, ey. Aber das ist gerade echt ein spannender Kampf, ne? Mhm. Erstmal Damage kalken, ne? Ne, meine ich. Nein, Spaß. Lüg nicht. Ne, meine ich. Oh Mann, ey, ich bin gerade ultra angespannt, ne? Du auch? Warum? Nein, nein. Ich frage nur, warum? Bist du nicht angespannt? Naja, es geht. Naja, also so zwischen 5 und 7 oh, schon so eine 6. Was? 5 und 7? Schon so eine 6? Was war das denn für ein Spruch? Ja, ist halt so richtig, ne? Was hattest du denn noch? Warte. Jenny ist tot, Vastelga ist tot, Quajutsu ist tot. Du hast noch den Faggot. Und du hast noch den Faggot. Du hast noch den Faggot. Und du hast noch den Faggot. Ah, den Faggot, den hast du auch noch. Weißt du, was heftig ist? Ich glaube, du hast, seitdem du diese Schämen benutzt, noch nicht einmal Schocksamen gemisst, ne? Ja. Weil ich ich sag's dir nach dem Kampf. Wegen Vitini? Ja. Wahrscheinlich, gehe ich davon aus. Aber es ist dann trotzdem immer noch nicht hundertprozentig hier Genauigkeit eigentlich, oder? Also ist ja nur durch 5% erhöht, oder? 10%. Ja, dann überleg mal, also da hast du 8,5 sind 92,5%. Warte mal kurz, bevor ich meinen Zug mache, ich muss kurz was nachgucken. Das entscheidet wahrscheinlich das Spiel, was ich jetzt nachgucke. Ob der Nahkampf bei Shaman reicht? Nein, das meine ich gar nicht. Ob der Nahkampf bei Glurak reicht? Ja, bei Glurak bin ich mir ziemlich wahrscheinlich, dass der nach Tarnstein reicht. Ja, denke ich auch. Aber ich muss was anderes nachgucken. Wo steht es denn? Ah, okay. Okay. Ach, Leute, ey. Die GPL, ne? Oh Mann. Okay, da. Hä, nein! Oh Mann, fuck! Ich hab nicht auf den Timer geachtet! Wenn's jetzt das falsch auswählt, dann bin ich so mad. Ah, okay. Glück gehabt. Naja. Du wolltest mir Schock sagen, nein, gehen, oder? Nein, wollte ich nicht, aber egal. Wolltest du nicht? Nein, wollte ich nicht. Oh, das tut mir jetzt leid. Aber dafür kann ich wirklich nicht. Ja, kannst du auch nichts. Das war der Timer jetzt. Ich. Oh Mann, es tut mir jetzt sau leid. Oh, Shiro. Du hast mein Herz gestohlen. Vielleicht kriegst du ja noch einen Crit. Ja, selbst wenn. Ich weiß nicht mehr, ob der reicht und. Ach, naja. Für was wolltest du denn gehen? Kann ich dir sagen, wenn Shaman tot ist. Okay. Kriegst du den Crit? Mann. Warte, kriegst du den Crit? Nein. Nee, okay. Das wird ausreichen. Für was wolltest du gehen? Die aber HP, der Crit hat nicht gemeldet. HP Gestein. Die hätte auf Symphorlaran 2-Hit gewesen.
Und ich hätte, wenn du nach einem Nahkampf den Drop gehabt hättest, auch Terrakium getötet. Ich hätte Uhafnir getötet. Alter, ernsthaft? Oh, scheiße! Oh, sorry, Shiro. Oh, es tut mir jetzt leid. Ich hab richtig gar keinen Bock mehr. Oh. Das ist jetzt so madig. Deswegen kalke ich auch nie nach, wirklich. Das ist wirklich so der Grund, warum ich nie nachkalke. Ja, ich hab gar nicht auf den Teil. Da waren halt so 30 Sekunden. Ich dachte mir so, ja, lass dir noch ganz kurz Zeit, das passt schon. Oh, tut mir leid. Sicher, dass das komplett übergereicht hätte? Auch auf Terrakium? Hm. Ja, wie gesagt, nach dem Close Combat schon. Und ich war gescarft. Ach, du bist gescarft auf Shaman? Ja, war ich. Und das war ja das. Ach so. Nach dem Close, du hättest mit Terrakium noch... Ja, aber warte, was ist, wenn der Nahkampf jetzt nicht reicht? Ja, dann outspeedest du mich mit Uhafnir. Ich bin geparat. Ach so, ja, weiß ich nicht, ob der reicht. Der reicht wahrscheinlich, weil es ein Terrakium ist und weil Timer in Pokémon Hurensöhne sind. Was ist, wenn der Nahkampf nicht reicht? Das war so ein Bitch-Move, Timo. Das war so ein Bitch-Move. Du sagst erstmal, ja, was ist, wenn der Nahkampf nicht reicht und dann gehst du fürs Erdbeben. Weißt du, das war so ein richtiger Wichser. Ich wusste nicht mal, dass ich Erdbeben drauf habe. Das habe ich echt sau verplant. Ich bin die ganze Zeit darauf ausgegangen, dass ich auf Dings immer noch gescarft war. Alter Dreckstimer! Das tut mir leid. Oh, wollen wir die Folge hier erstmal beenden? So würde ich sagen, wenn es euch gefallen, lasst eine positive Wertung da. Schaut euch hier vorbei. Ich und ich, wir werden jetzt mal drüber reden und dann ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und tschüss.